Wer kennt sie nicht? Die Bilder aus Reisekatalogen und Fernsehwerbung, welche von stolzen Tieren aus der Savanne und freundlichen Gesichtern aus Kenia berichten. Wer schon einmal vor Ort war, erinnert sich vielleicht sogar noch an ein herzliches Jumbo oder Karibu im Hotel und ganz bestimmt an die überwältigende Landschaft auf der Safari. Meine Aufenthalte und meine Arbeiten in Kenia gaben mir die Möglichkeit, einen kleinen Teil von Kenia ganz intensiv kennenzulernen. So verbrachte ich einen großen Teil mit Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten, wie auch mit Kindern in Ghettos und von den Straßen, um einen Einblick in ihr jetziges Leben, ihre Vergangenheit und ihre mögliche Zukunft zu bekommen. Kenia, welches an der Ostküste Afrikas zu finden ist, zählt mittlerweile mehr als 36 Millionen Einwohner. Es gilt wie die meisten afrikanischen Staaten als Agrarland, da rund 2/3 der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig sind. Das Durchschnittseinkommen liegt dabei bei knapp 50 Schweizer Franken monatlich. Viele der hier lebenden Menschen sind mit Problemen konfrontiert, die auf die Armut und Landmangel zurückzuführen sind. Auch wenn reichlich Platz vorhanden ist, so sind aufgrund der Trockenheit doch nur 12% der Landesfläche intensiv nutzbar. In dichter besiedelten Provinzen herrscht dadurch Landknappheit. Über die Hälfte der ländlichen Haushalte lebt dadurch unter der Armutsgrenze, weshalb auch die Flucht vom Lande immer mehr zunimmt. Die entsprechenden Elternteile versuchen ihr Glück in der Stadt und hinterlassen dabei oftmals ihre Kinder, die dann mit den Großeltern, Geschwistern und sogar alleine aufwachsen. Nairobi, die Hauptstadt Kenias. Sie liegt auf 1650 Metern über Meer und besitzt eine unübersehbare Wachstumsrate aufgrund der Landflucht. Es sind Menschen, die hier nach Arbeit suchen, um die eigene Armut zu überwinden und ihre Familien in den ländlichen Gebieten und auch in den naheliegenden Ghettos zu unterstützen. Die Stadt selbst besitzt eine der weltweit höchsten Kriminalitätsraten und wird von mehr als 100 Ghettos umrandet. Kibera, eines der größten Ghettos der Welt, ist eines davon. Es liegt ungefähr 7 Kilometer südlich von Nairobi und zählt schätzungsweise 1 Million Menschen. Das ist ein Viertel der Bevölkerung Nairobis und gibt eine Bevölkerungsdichte von 300.000 Einwohnern pro Quadratkilometer. Zum Vergleich: In der Stadt Zürich teilen sich rund 1.300 Menschen einen Quadratkilometer. Obwohl keine Baugenehmigungen eingeholt werden, wächst das Ghetto von Tag zu Tag und mit ihm auch das Elend. Die vielen Nichtregierungsorganisationen, deren Anzahl auf über 700 geschätzt wird, haben mit ihren gemeinnützigen Maßnahmen oft keinen Erfolg. Die geplanten Straßen, Wasserleitungen oder Stromversorgungen scheitern an den politisch einflussreichen Unternehmen, welche sich illegal Land angeeignet haben und jeweils über 3000 Ghetto-Wohnungen besitzen. Für viele ein lukratives Geschäft, da man pro Hütte monatlich bis zu 20 Schweizer Franken verdient. Der Staat versucht, eine weitere Ausdehnung des Ghettos zu verhindern, indem neue Sozialwohnungen am Rande Kiberas entstehen, die auch an das Versorgungsnetz angeschlossen sind. Allerdings kann sich kaum jemand eine solche Wohnung leisten und wer es kann, vermietet sie zu einem höheren Preis weiter. Zurück im Ghetto kann man mit diesem Profit ein besseres Leben führen. In diesen Hütten gibt es weder Toiletten noch fließendes Wasser. Strom ist ebenfalls keiner vorhanden, außer er wird irgendwo illegal angezapft.
Das blaue Gold ist in Kibera allgemein eine rare Ware und hauptsächlich nur an großen Tanks und an wenigen Trinkwasserstellen erhältlich. Für einen 20 Liter Kanister bezahlt man dabei je nach Jahreszeit 5 bis 20 Rappen. Das wohl gesundheitlich markanteste Problem sind die fehlenden Toiletten. Auf 75.000 in Kibera lebenden Menschen gibt es gerade einmal 110 davon. Es gibt einige Organisationen, welche Toiletten bauen. Die Benutzungsgebühr von 6 Rappen ist allerdings so hoch, dass die Toiletten nur noch selten in Erwägung gezogen werden. Die Notdurft wird meistens an Ort und Stelle verrichtet oder landet in einem Plastiksack auf irgendeinem Dach oder Abflusskanal. Flying Toilet, wie man das hier auch nennt. Das von Fäkalien verseuchte Abwasser schlängelt sich um die Ecken und unter notdürftigen Brücken hindurch. Aus kleinen Rinnsalen werden immer größere Bäche, deren Gefahr oftmals unterschätzt wird. Vor allem nach heftigen Regenfällen wird aus einem Bach ein reißender Fluss, der nicht selten ein bis zwei unvorsichtigen Menschen das Leben kostet. Auch die wenigen vorhandenen sanitären Einrichtungen lassen zu wünschen übrig. Viele der Wasserleitungen sind verrostet und liegen offen. Einzelne sind nicht dicht. Abwasser dringt ein und verunreinigt so das Trinkwasser. Verseuchtes Wasser ist neben Malaria eine der Hauptursachen für das Kindersterben in Kibera. Irene, welche ich im Mamatunza-Projekt kennengelernt habe, ist 8 Jahre alt. Obwohl sie auf den ersten Blick einem gewöhnlichen Kind ähnlich sieht, leidet sie noch immer unter ihrer Vergangenheit. Sie verlor beide Elternteile wahrscheinlich durch AIDS. Irene war schwer krank und lebte fast ein halbes Jahr mit der fälschlichen Diagnose ihrer Tante, HIV-positiv zu sein. Dadurch wurde sie verstoßen, durfte nicht mehr mit den anderen Kindern spielen und wurde kurze Zeit darauf aus ihrer Schule ausgeschlossen. Mercy, die 3-jährige Cousine von Irene, hat in ihrem Leben schon mehr Elend gesehen als der durchschnittliche Schweizer. Seitdem sie gesehen hat, was ihrer Cousine passiert ist, lebt Mercy mit der beständigen Angst, ihr könnte das gleiche Schicksal widerfahren. Irene war einige Monate später noch immer so traumatisiert, dass sie nicht über ihre Vergangenheit sprechen konnte, weshalb wir mit ihrer Tante sprachen. Ndugu yangu ndiye alikuwa anatusaidia sisi kwa boma yetu. Na tusaliwa tuna kichana mmoja, huyo Papa Irene. Mimi ndio nafuata yeye. Mein Bruder, Irenes Vater, unterstützte uns finanziell. Das reichte für das Notwendigste. Er war Geschäftsführer. Er leitete mehrere Supermärkte in Westkenia, bevor er an AIDS erkrankte und später daran auch starb. Sasa watoto wakapaki tu hivyo. Nikaona usuni kwa Irene. Hata nyanya yake akaaga. Kurze Zeit danach verstarb auch seine Frau an AIDS. Ihre Großmutter war damit einverstanden, dass ich die Kleine zu mir nach Kibera holte. Uko chini nasari na huyu Masi. Jumasi angeweza kukaa peke yake kwanza. So konnte ich sie zusammen mit meiner Tochter Mercy, Irenes Cousine, in die Schule schicken. Schon nach kurzer Zeit bekam Irene eine Hautkrankheit, die sich über den ganzen Kopf ausbreitete. Da ihre Mutter an AIDS verstarb, verbreitete sich das Gerücht schnell, sie wäre auch infiziert. Das war sehr hart für sie. Eines Tages kam eine Frau vorbei, die Irene zuvor gesehen hatte, und fragte mich, warum es ihr so schlecht ging. Ich erzählte ihr die Geschichte. Sie meinte dazu, ich müsse Irene unbedingt in ein Spital bringen. Ich hatte dafür zu wenig Geld. Die Frau kümmerte sich dann um alles. Daraufhin wurde Irene untersucht. Sie war zum Glück nicht HIV-positiv. Trotzdem muss sie noch lange mit Medikamenten gegen ihre Hautkrankheit behandelt werden. Irene
Mama Chunza, was so viel heißt wie mit Sorgfalt und Fürsorge behandeln, hat ihr Projekt 1997 gestartet, nachdem sie ein noch lebendes Baby auf einer Mülldeponie gefunden hat. Seither bemüht sie sich wie eine Mutter um kleine Kinder, deren Aussichten hoffnungslos sind. Damals betreute Mama Tunza 50 Kinder. 15 davon sind Waisen. Sie leben in einer gemeinsamen Hütte mit 3 Zimmern. Eines davon für Mama Tunza, das andere für die Kinder und ein kleiner Wohnraum. Sie ist eine von vielen individuellen Personen, die versucht, die Situation von wenigen zu verbessern. Sponsoren von finanziellen und materiellen Mitteln sind selten und bei weitem nicht ausreichend. Trotzdem gibt es auch Tage wie diese. Hier hat Nakumat, Kenias größte Supermarktkette, Früchte gesponsert. Und obwohl diese nicht mehr ganz frisch sind, so ist es verglichen mit der täglichen Nahrung doch ein kleines Festessen. Trotz schwieriger Verhältnisse gibt Mama Tunza nicht auf und versucht mit ganz einfachen Mitteln die Kinder auf eine bessere Zukunft vorzubereiten. In diesem kleinen Schulraum gibt es 4 Klassen. Bücher und Hefte gibt es fast keine. Wir trafen uns mit Thomas Kimeu. Sein Geschäft besteht daraus, verbrauchten Autoreifen ein neues Profil zu geben. Die unbrauchbaren verarbeitet er zu Schuhen. Er bat uns freundlich, in sein Haus einzutreten. Außer einem Bett und einer behelfsmäßigen Küche hat er nichts. Durch die Löcher in der Decke ist der Boden schon völlig aufgeweicht. Hier lebt er mit seiner kranken Frau und seinen beiden Kindern. Die Regierung versucht, die unzähligen Probleme anzupacken. Manches hat sie bereits erreicht, aber viele der Probleme sind zu gravierend, um sie einfach lösen zu können. Wir sprachen mit Frau Zuhura Salim, einer Sozialarbeiterin, die in Kibera tätig ist. My work mostly is to take care of orphans. Der Hauptteil meiner Arbeit besteht darin, mich um Waisenkinder zu kümmern. Besonders die, deren Eltern an AIDS verstarben und von den nächsten Angehörigen verstoßen wurden. Denn keiner kümmert sich um sie. Ich versuche, die Kinder zu unterstützen. Insbesondere bei der Ausbildung. Außerdem versuchen wir, für sie ein neues Zuhause zu finden. Ein großes Problem ist hier das Gesundheitswesen. Die meisten Familien können sich ärztliche Behandlung nicht leisten. Spitäler sind zu teuer. Deshalb sterben viele Kinder zu Hause. Mit
Nach dem Interview begleitete Frau Salim uns zu Kindern mit einer hoffnungslosen Zukunft. Obwohl der Vater eine Arbeit besitzt, versäuft er sein Gehalt bedenkenlos. Die Kinder haben seit 2 Tagen nichts mehr gegessen und niemanden, der zu ihnen schaut. Die Mutter hat sie vor einiger Zeit wegen eines anderen Mannes verlassen. Auf dem Rückweg trafen wir diesen Mann. Müll ist sein Einkommen. Bei seinen täglichen Touren findet er verschiedene Sachen, die er zum Verkauf anbietet. Wie groß sein monatliches Einkommen ist, wollte er uns nicht verraten. Doch vor kurzem eröffnete er seinen 2. Shop. Welcome to the candy shop. Es gibt viele tragische Schicksale. Grundmuster sind allerdings immer dieselben. Krankheit, Landnot und Arbeitsmangel treiben die Menschen in die Slums. Politische Machtspiele und Korruption erschweren den Alltag und minimieren die einkommenden Hilfsleistungen. Und wer einmal in die soziale Schicht eines Ghettos eintaucht, kommt nur schwer wieder hinaus. Die UN-Millenniumskampagne, welche sich zum Ziel gesetzt hat, die Armut bis im Jahr 2015 zu halbieren, scheint nur sehr träge bis gar nicht voranzukommen. Denn die versprochenen Milliardenbeträge können heute nicht mehr bezahlt werden. So bleibt die Zukunft dieser Kinder und jungen Erwachsenen in Kenia und vor allem in Kibera weiterhin ungewiss. Ihr Leben ist wie ein Labyrinth, kein Ziel in Sicht und hinter jeder Ecke lauert das Ungewisse. Und trotz dieser desolaten Zustände irren sie weiter in der Hoffnung, eines Tages den Weg herauszufinden. Et rei armo.